Jo Leute, und willkommen zu einem neuen Video, zu einer neuen Spiele-Review. Heute zu dem Spiel Mortal Kombat X. Und ja, was soll man zu dem Spiel sagen? Das Spiel ist zum einen brutal, ganz anders wie Injustice. Das Spiel ist geil, besser als Injustice. Ja, das sind die einzelnen Punkte. Ja, also wer eine PS4 hat, kann sich das Spiel kaufen. Und wer nicht, Pech. Oder ihr holt euch Mortal Kombat XL. Ist jetzt seit dem 3.3. draußen, das Spiel. Und ja, da kann man, also bei dem Spiel Mortal Kombat XL, kann man das Alien spielen, also aus der Alien-Reihe, also von den Filmen. Kann man auch noch andere spielen. Und wer nur Mortal Kombat X hat oder sich kaufen möchte, da muss man halt die ganzen dann kaufen. Und ja, bei Mortal Kombat XL ist schon alles drinne. Und ja, kommen wir jetzt zu der Punktevergabe. Wo? Also Mortal Kombat X ist geil, brutal, geil, brutal, geil, brutal. Ja. Anders als Injustice. Also würde ich dem Spiel 9 von 10 Punkten geben. Ja. So. Das war's für das Video. Und ja, abonniert. Ist ja kostenlos. Dann lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Die Spiele-Review. Oder auch nicht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Oder zu der nächsten Spiele-Review. Oder zum nächsten Unboxing. Oder ein Video mit Kenway zusammen oder ja, zum nächsten Video oder so. Und schreibt mal in die Kommentare, welcher Kämpfer aus Mortal Kombat X oder aus der ganzen Reihe euer bester Kämpfer ist, also den ihr cool findet. Meiner wäre Scorpion, also ihmchen hier, Scorpion. Ja. Ja, Scorpion ist cool und ihr könnt immer reinschreiben, wer von euch der beste Kämpfer ist aus Mortal Kombat. Und ja. Bis zum nächsten Video oder so. Und ja, dann würde ich sagen, Soccer Boy, Game Over, haut rein und tschüss. Bam.